Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu XCOM Long War of the Chosen in der allerneuesten Entwicklerversion. Ja, die letzte Mission lief sehr, sehr erfolgreich. Wir konnten die drei neuen Widerstandskämpfer für unser kleines Versteck in Westeuropa, in Osteuropa alle retten. Die werden wir jetzt natürlich auf Aufklärung stellen, also 9 Soldaten am Start, sehr, sehr schön. Das Wichtige ist daran, dass man, wie gesagt, alle auf Aufklärung lässt, weil je mehr Soldaten bzw. Leute in unserem kleinen Versteck aufklären können bzw. scannen oder analysieren, desto schneller ploppen dann die Missionen auf und desto mehr Zeit hat man dann, die Mission anzugehen. Dazu hat man noch auf jeden Fall auf dem Schwarzmarkt, konnten wir noch für unsere Sache gewinnen. Den werden wir jetzt auf jeden Fall noch befördern. Ja, ich würde sagen, mehr Schaden ist immer gut. Und dann würde ich hier ganz gerne mal das Abriegelung tun. 15% Trefferchance gegen Feinde, die sich während der Unterdrückung bewegen. Also der kann ja im Prinzip die Bereichsunterdrückung machen und kann das Unterstützungsfeuer machen. Also... Und eine Fähigkeit von den beiden in Verbindung mit Abriegelung, ich sag mal 15% Trefferchance gegen die Feinde, nicht gegen einen Feind, sondern gegen alle, die sich während der Unterdrückung bewegen, macht schon Sinn. Und genau deshalb werden wir das auch nehmen. So, und wir haben jetzt wieder 2 neue Rekruten am Start. Yippie, ich freue mich sehr. Alle beide ja, haben recht gute Zielsicherheitswerte und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz wollen sie auf jeden Fall auf unseren Einsatz genauso vorbereitet werden wie alle anderen. Und deshalb, ja, schauen wir mal. Wo wir sie mitten. Jetzt gucken wir auf jeden Fall mal in der Truppverwaltung. Es sind alle Truppen sind wieder da. Wir weisen auf jeden Fall, oh, das sind aber ganz schön viele mittlerweile, die wir zuweisen können. Da weisen wir auf jeden Fall die 2 Rekruten mal zu. Hier unten zum Beispiel hätten wir jetzt 2 Spezialisten am Start. Die bräuchten wir für den Einsatz zu Zeta, bräuchten wir auf keinen Fall. Und da werde ich dann mal schauen, ob ich natürlich wieder einen entferne. Entweder wir lassen Harry Hilda, der hat den Bro Odette. Ja, okay. Der Shinobi ist halt noch leicht verwundet. Dann machen wir auf jeden Fall Sonar raus. Der hat Garcia, den Best Bro, Corporal Guadalupe Garcia. Okay, dann nehmen wir den raus und den Ranger. Und dann schauen wir auf jeden Fall, dass wir für den Einsatztrupp Zeta mal wieder 2-3 Soldaten, bekommen, die relativ... Der hier zum Beispiel ist gar nicht schlecht. Der Templer kann nicht so weit laufen, nicht so schnell, aber wir haben noch immer... das kleine Ass im Ärmel mit diesem PKS. Und ich hoffe mal, dass das in der nächsten Zeit, hoffe ich mal, dass das freigeschalten wird. Wir nehmen hier auf jeden Fall mal den Templer mit rein. Und dann nehmen wir... Wisst ihr, was auch noch fehlt? Ich sage euch, was noch fehlt. Ein Sniper fehlt noch. Wir haben auch... Okay, im Einsatztrupp Gamma ist auf jeden Fall ein Sniper mit dabei. Der hat auch ziemlich gute Zielsicherheitswerte und den würde ich gerne hier rausnehmen und würde den auf jeden Fall unten in Zeta mit rein verfrachten. So, dann sind die eigentlich relativ gut schon bestückt. Der Shinobi sollte wieder hoffentlich fit werden. Dann hätten die da wieder einen gescheiten Aufklärer und auch ja, Feuerkraft wie Nahkämpfer im Hintergrund. Wie gesagt, der Techniker dabei. Ja, dann könnte man zur Not, könnte man noch in Grenadier, könnte man auf jeden Fall noch zuweisen. Da hätten wir noch einen, aber der ist noch ohne Bro. Pyotr Kuznetsov. Okay. Dann nehmen wir ihn schon noch. Ja, und dann, das war's eigentlich erstmal, würde ich sagen. Trupp Alpha ist bestens aufgestellt, bestens bestückt. 2 dabei, die verwundet sind, aber trotzdem ja, sehr viele Soldaten im Trupp drin. Dann könnten wir auf jeden Fall
muss ich ganz ehrlich gestehen, könnten wir auf jeden Fall in Beta machen. Nehmen wir rein Spezialist, Ranger nehmen wir rein. Dann nehmen wir rein hier den Techniker, würde ich noch gerne reinnehmen. Dann wieder ein Ranger. Dann auf jeden Fall ein Schütze, ein Aufklärer könnten wir noch gebrauchen und definitiv ein Sturmsoldat. Hier ist auf jeden Fall noch einer frei. Das ist der Kamerad Sergeant Joan Payne. Mal gucken, wo der rumläuft, wo der ist. Ist auf jeden Fall Sergeant. Hier ist nur einer dabei, das ist die Riviera. Auch keiner dabei. Hier ist noch gar niemand. Das sind alles nur Corporates, Lance Corporates und Rekruten. Und hier sind Sergeant dabei. Aber nur Rooster Shen. Ich nehme mal an, die sind auf der verdeckten Mission unterwegs, oder? Gehe ich richtig in der Annahme? Dass die diese taktische, dass er, genau er, diese taktische Ausbildung macht. Ha! Ja, Lauren King. Okay. So. Genug hier. Der Testbereich ist in 6 Tagen fertig. Juhu, juhu. Wir scannen auf jeden Fall weiter. So, was hätten wir denn noch? Als nächstes eine Vorratslieferung. Na, die nehmen wir doch auf jeden Fall gerne mit. 140 Vorräte, einfach so. Ja. Und ihr seht, es geht weiter. Jetzt für 6 Leute, die jetzt auf Versorgung stehen, kriegen wir jetzt schon 196 Vorräte. Das ist ja gar nicht schlecht. Scannen wir mal. Sehr schön. Setze Kurs auf Westeuropa. Warum auf Westeuropa? Schneller heilen. Da können wir Informationen sammeln. Wir wollen das alles. Wir wollen aber eigentlich hier rein und wollen weiter scannen. Dass wir schon davon ausgehen können, dass die nächsten Missionen schon aufploppen. Mich würde nur ein was interessieren. Hier unten steht Edwin Steige 1. Das weiß ich alles. Ist kein Problem. Aber was heißt W11 und M4? Heißt das, dass wir 4 Missionen schon gemacht haben? Oder dass wir 11 Missionen machen müssen, um die Region zu befreien? Ich kann es euch echt nicht sagen. Wir scannen auf jeden Fall weiter. Neues Ziel schon. 4 Tage, 9 Stunden. Befreie den VIP aus dem Advent-Fahrzeug. Okay, einen Überläufer retten. 23 Stunden Trupp getarnt im Stadtzentrum. Und das ist wieder eine große Karte. So, was hätten wir denn dabei? Was hätten wir denn im Trupp Gamma? Hätten wir einen Spezialisten, einen Ranger, noch einen Ranger, einen Shinobi und einen Sturm. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Also den Shinobi würde ich dann gerne auf jeden Fall mal die verbesserte Waffe in die Hand drücken, muss ich ehrlich sagen. Die Laserwaffe und auch der Spezialist kriegt eine bessere Laserwaffe in die Hand. Wir sind noch nicht ganz fertig, um die Schrotflinte abzugraden, aber die anderen 2 Waffen können wir auf jeden Fall getrost herstellen. Hier können wir sogar jetzt den Gremlin Mark II herstellen. Bauen wir auch mal. Ah, kann man eh nur einmal bauen. Oh, gut, das ist gar nicht schlimm. Eine Stun-Gun und ein Lasergewehr, bitte. So, dann starten wir ihn mal aus. Panzerbrechend. Also, ja, der kann auf alle Ziele. Hat eine sehr große panzerbrechende Wirkung. Und der Heckbonus hier ist um 20 Punkte gestiegen. Das ist cool. Das ist richtig cool. So, er kriegt noch... Oh, warum ist hier ein Lasergewehr noch draußen? Mit Elite-Schalldämpfer und Ziffernrohr. Okay. Keine Ahnung. Aber unser Shinobi bekommt auf jeden Fall auch noch die Stun-Gun mit auf den Weg. So, dann kann er sich genauso schnell bewegen wie mit der anderen MP. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir noch irgendeinen... Haben wir noch irgendwo hier einen Soldat dazu tun? Wir hätten noch einen Schütze am Start. 78 Zielsicherheit zum Beispiel wäre gar nicht schlecht.
Aber denk dran, Achtung, 4 Tage, 9 Stunden. Wir müssten den Spaß hier definitiv boosten. Und für den Schütze hätte ich auch gern mal eine richtig geile Kanone. Das wär schon ein geiles Upgrade. Aber gut. Medikit am Start. Revitalisierungsprotokoll auch. Die zwei Ranger. Unersetzlich eigentlich. Shinobi als Aufklärer. Der Sturmsoldat mit dem Flintenschuss. Und unser neuer Schütze, den wir erst rekrutieren konnten, durften. Mit der Abriegelung und dem erhöhten Schadensoutput. Kriegen wir da noch irgendwo kritische Trefferchance? Ja. Okay, das sind Schaft, nicht wirklich. Hier ist der 10% kritisch. Ja. Starten wir auf jeden Fall mal noch mit einer Magazinerweiterung aus, würde ich sagen. Damit er schön hier auch dieses Unterdrückungsfeuer immer mal rauslassen kann. Okay, 6 Tage, 1 Stunde zu 72%. Das boosten wir dann und dann geht's los. Extrem gering. VIP-Bergen. Ich denke, mit 110 Hecken kommen wir schon relativ weit hier. Aber ich bin gespannt. Bin gespannt. Sky Ranger, wir sind da. Alles läuft nach Plan. Yep. Unsere Forschung war ein Erfolg. Wow, und Commander, die fortschrittlichen Laserwaffen sind endlich fertig. Das war die letzte Mission, wo wir den Schütze so loslaufen lassen haben. Jetzt seht ihr dann den Rest davor. Jetzt könnt ihr das sehen. Das ist die Heavy Railgun. Das ist im Prinzip die alte, ja, wie soll ich denn das sagen, aus, das haben sie mit reingebaut. Und die machen, genau, massiven Schaden, genau. Hochkaliberprojektile, oder ich nehme mal Schnellkaliberprojektile, nehme ich mal an. Das ist die Laser Vector Rifle, das ist für unseren Schnitter. Das ist die Laser Lanze, das ist die eigentliche Sniperwaffe. Das ist der Streustrahl, das ist die ähnlich einer Schrotflinte, genau. Magnetwaffen wird inspiriert, Ja gut, 11 Tage für die Magnetwaffen, aber ich muss euch ganz, ganz ehrlich gestehen, ich würde die Magnetwaffen trotzdem noch lassen. Wir haben erstmal die Laserwaffen am Start. Viel Ressourcen haben wir eh nicht, um jetzt gleich auf die Magnetwaffen zu gehen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt auf jeden Fall gerne als nächstes die Kampfrüstung erforschen. Ich gebe Bescheid, sobald wir etwas Spruchreifes haben. So, machen wir mal weiter. Okay, 4 Tage zum Testbereich und die nächste Mission. 7 Tage, 23 Stunden. Wieder einen Wissenschaftler befreien. Wow, also mittlerweile kriegen wir richtig, richtig viele Wissenschaftler hier. Evakuiere die VIP aus der Stadt. Alles klar, und einen Hinweis finden. Müssen wir eigentlich nur evakuieren. Dann setzen wir da Trupp Zeta ein. Genau, der Sniper, der oben drauf ist, und der Templer, der jetzt hier als Nahkämpfer fungiert. Ich habe bloß ein kleines Problem, und zwar, es ist kein Aufklärer da. Es ist leider, leider kein Aufklärer da. Wir haben keine Trupptarnung, das heißt, wir müssen ins offene Gefecht rein, ob wir wollen oder nicht. Okay, 6 Tage, 8 Stunden zu 125%. Puh. Los geht's, würde ich sagen, oder? Ah, Moment. Können wir jetzt hier eine andere Kanone bauen? Das ist die Schrotflinte. Jawohl, hier haben wir sie. Die Laserkanone. 25 Vorräte, wow. Okay. Ja, Laserkanone. Herstellung sofort. Jetzt rüsten wir hier die Waffe mal ab. Und statten dem Corporal Editor Nuke mal mit einer richtigen Laserkanone aus. Ihr seht das. Ach, wir haben sowieso einen Prototyp bekommen. Okay. Also das ist schon ein richtiger, also Schaden 4 bis 6, kritischer Schaden Bonus 2, Magazingröße 5.
Und das hier hat Schaden 5 bis 8, kritischer Schaden Bonus 3 und Zielsicherheit 5% nochmal dazu. Also es macht schon wirklich was aus, kann man sagen, was man will. Und das sieht ja schon mal richtig brutal geil aus, ne? Krieg mal richtig Angst, wenn dann so eine kommt. So, hier starten wir's. Die hat man ausgestattet mit dem fortschrittlichen Laservisier, glaube ich. 12% Crit zusätzlich. Macht schon was her, oder? Hier hätten wir einen Sniper. Als erstes mal gucken, nur mal gucken. Mal gucken, was die kostet. Die Laserlanze kostet auch 25 Vorräte. Okay. Wir kaufen eine. Wir kaufen eine. Machen wir gar nicht rum. Was hat er denn dran gehabt? Den Schaft, Laservisier und Magazinerweiterung. So, ihr seht 4 bis 6 Crit-Chance 10%. Crit-Chance 10%, aber 5 bis 8. Das macht schon was her. Also 4 bis 6 oder 5 bis 8 ist schon böse. Der hat jetzt so alleine schon eine knappe Zielsicherheit über 100%. Und wenn wir ihm jetzt noch diesen Schaft geben und da dazu noch eine Magazinerweiterung und noch ein, ich sag mal hier so ein Elite-Laservisier, dann ist, glaube ich, bei dem Sniper Remi Demi, da ist Feierabend. Da brauchst du doch keinen Edwind irgendwie was drauf einzubilden. Ich glaube, wenn der anfängt zu schießen, ist vorbei. Okay, Spaß beiseite. Wir haben die Truppe zusammen. Wir gehen los. Zwar fehlen hier gerade die Bros, aber trotzdem, so sollte es auch gehen. Dann stellen wir danach nochmal um und weiter geht's. Ach, jetzt haben wir für den Templer die Waffe vergessen. Egal. Sind in Position für den Einsatz. Wir sind jetzt so, ich sag mal, schon wesentlich besser ausgerüstet. Das ist nicht schlimm. Okay, weiter geht's. 2 Tage von Testbereich. 1 Tag von Testbereich und es gibt noch ein neues Ziel. Und 0 Tage 21 Stunden. Das habe ich gemeint. Hack die Workstation in der Advent-Anlage, einen Hinweis finden. Wir haben einen möglichen Hinweis auf Advent-Aktivitäten gefunden. Wir sollten der Sache nachgehen. In 21 Stunden Operation blanker Angriff, das ist unmöglich zu schaffen. Keine Chance. Der Testbereich ist bereit, Commander. Wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl bauen. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Der Testbereich ist fertig. So sieht er aus. Alles zum Ausprobieren und zum Neubauen und so weiter und so fort. Richtig, richtig geil. So, und das ist der Testbereich. Genau deswegen ist er der Testbereich. Weil wir können hier jetzt alles bauen, was wir erforscht haben, was wir entdeckt haben, was wir entwickelt haben und so weiter und so fort. Das hier zum Beispiel ist die Legierungspanzerung. Ich merke schon, die Folge, das ist wieder eine sehr, sehr große Erklärfolge mit Micromanagement. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich würde euch gerne da auf jeden Fall schon 2, 3 Sachen näher bringen, auf die ihr dann achten könnt, wenn ihr selber auf jeden Fall mal zockt und so weiter und so fort. Kampagnenrelevant ist auf jeden Fall der Schädelstecker. Der Schädelstecker muss, wenn es geht, einem anvertraut werden, der sich relativ gut bewegen kann und der einen hohen Heckwert besitzt. Weil diesen Schädelstecker, wenn man dann anmacht, gibt auch noch einen Heckbonus drauf. Ich glaube, so war es im War of the Chosen, nee, im Long War, in XCOM 2 Long War oder Long War 2, wie man es dann sagt. Da gibt es nochmal einen Heckbonus drauf, aber man muss mit diesem Schädelstecker an einen Edwin-Soldaten ran, an diesen Offizier ran und muss den diesen Schädelstecker in den Kopf rammen. Jawohl, genauso sage ich es, wie ich es meine. Diesen Schädelstecker ausrüsten und mit diesem Schädelstecker an diesen Offizier ran und in den Kopf gerammelt. Das ist eine, wenn man das zum ersten Mal sieht, ist es eine sehr, ja, also da scheiden sich dann die Geister dran, was das für eine Sequenz ist. Auf jeden Fall sieht es schon gewalttätig irgendwo auf. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Aber trotzdem, das ist kampagnenrelevant und den Schädelstecker brauchen wir einmal, weil es geht dann weiter und ich möchte da nicht zu viel vorspoilern, aber der tut wirklich sein Übriges. Der Schädelstecker macht, was er soll. Ganz ehrlich. Und ihr werdet dann was entdecken,
Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, werdet ihr dann was entdecken, wo man sagt, was zum Kuckuck ist denn das jetzt? Weil es gibt dann... Ich verrate nichts. Ich verrate gar nichts. Aber den sollten wir auf jeden Fall bauen. Kostet 75 Vorräte. Wir haben nur 280. Das heben wir uns dann für nächsten Monat auf. So. Die vier. Das sind die sogenannten DLC-Waffen. Die gibt es genau einmal. Und zwar ist das so, das sind die sogenannten experimentellen Waffen. Die experimentellen Waffen sind so archaische Waffen. Früher im normalen XCOM 2 Long War durfte man die finden. Die hat man dann mit Hilfe, ich glaube irgendwann in der Kampagne war dann eine Mission, beziehungsweise so, das ist einfach auf der Karte aufgeploppt, dass man dorthin fliegen soll, und dann hat man diese archaischen Waffen geborgen. Das ist dann der Bolzenwerfer, der macht übelst viel Schaden und hat eine sehr hohe Trefferchance. Problem an dieser Geschichte, den muss man immer wieder nachladen. Der hat genau einen Schuss. Und dann muss man das Ding nachladen. Am besten geeignet, würde ich sagen, für den Ranger. Weil der Ranger hat zwei Aktionen, die er danach ausführen kann, egal welche. Ne, ich glaube schießen. Ne, das ist da nicht so. Da hat er nicht eine Aktion danach, sondern gerade mit dem Schießen. Also Bolzenwerfer ist perfekt dafür. Ich sag mal, schießen und aufladen. Oder was ich mir zum Beispiel auch noch vorstellen könnte, wenn man diese Waffe upgraden könnte, dass man ihr vielleicht noch einen Schaft einbaut, dann mit Hilfe des Schafts nochmal stabilisiert und erst danach abdrückt. Das würde ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Aber auf jeden Fall, das Ding hat nur einen Schuss und dann muss man immer wieder nachladen. Nützt nichts. Die Jägeraxt. Das ist im Prinzip eine Doppelaxt. Das ist wie soll ich denn das sagen? Das sieht richtig cool aus, diese Animation auf dem Rücken. Ist eigentlich gedacht für Nahkämpfer, also ich würde die dann zum Beispiel gerne einen Shinobi geben. Die Doppelaxt hat zwei Vorteile eigentlich. Einer ist, dass sie unheimlich viel Schaden macht im Nahkampf, und die andere ist, dass man die werfen kann. Man kann eine von den beiden Äxten einmal pro Karte durch die Gegend werfen. Auf sichtbare Gegner. Nicht über Truppsicht, sondern auf sichtbare Gegner. Und wenn man trifft, könnt ihr euch vorstellen, was mit der Axt passiert. In den Kopf und hin. Das war die Axt. Der Schattenhüter zum Beispiel, der hat eine sehr, sehr hohe Trefferchance. Hat sehr wenig Munition. Aber der ist, also, ich sag mal, wenn man... Man hat ja einen Pistolen-Slot hier bekommen bei Long War of the Chosen. Und man muss ja dazu sagen, dass der Pistolen-Slot für den Schattenhüter, ja, das ist ja wie, ne? Ihr wisst schon Bescheid, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Und mit dem steigt die Trefferchance bzw. die Trefferwertung auch von Wookies oder von Lance Corporals oder Corporals steigt wirklich sehr, sehr hoch. Und dort können auch sehr niedrig begabte Soldaten sehr viele Ziele sehr gut treffen. Nacheinander. Und wie gesagt, ja, der macht auch, ja, ich glaube, der macht auch sehr viel Schaden. Hat aber, glaube ich, auch nur einen Schuss, und den muss man danach nachladen. Allerdings, wenn man mit dem Teil trifft, dann, wie soll ich denn das sagen, wenn man mit dem Teil trifft, geht man in die Schatten. Das ist wie beim Schnitter der Schattenbefehl, den man jede dritte Runde aktivieren kann. Mit dem Schattenhüter, egal welchen Gegner, einmal treffen und schon verschwindet man in die Schatten. Kann man in Deckung gehen und da ist vorbei. Also richtig cool, die Waffe. Die Frostbombe. Frostbombe ist auch einzigartig. Frostbombe wirft man auf den Gegner, und der Gegner ist komplett eingefroren. Der kann sich nicht mehr bewegen, der kann nicht mehr schießen, da geht gar nichts mehr. Allerdings, die Frostbombe wirkt auf einen ganz, ganz kleinen Radius. Aber wenn man das geschafft hat, den richtigen Gegner, als Beispiel würde ich das gerne zum Beispiel in einer Hauptquartiermission probieren, auf diesen General, der mit diesem Monokel, ne, in dem einen Auge. Da würde ich zum Beispiel gerne die Frostbombe probieren, weil die hat, glaube ich, die bleibt mindestens eine Runde bestehen. Und dann kann man zumindest mal gemütlich in der Runde auf diesen General draufhalten. Und das wäre sehr, sehr... Es ist deutlich, deutlich stressfreier, sag ich mal so ganz ehrlich. Ja, es ist wirklich so. Also es ist deutlich stressfreier. Die Gefahrgutweste zum Beispiel steht dort. Erhöht natürlich die Trefferpunkte signifikant. Und gewährt Immunität gegen Feuer, Säure und Gift. Also wenn man zum Beispiel gegen solche Giftviecher kämpft,
wie diese Vipern oder so, die sehr gerne Gift spucken, dann ist die Gefahrgutweste wirklich, wirklich Gold wert. Also Immunität gegen Feuer heißt auch, dass man durchs Feuer laufen kann. Ja, das ist kein Problem hier. Alles gut. Legierungspanzer ist dann im Prinzip unsere Keramikpanzerung als Upgrade. Da steht dann auch dort diese Verbesserung. Unsere Keramikpanzerung sollte unseren Soldaten zusätzlichen ablativen Schutz bieten. Macht's auch. Braucht man dafür allerdings jeweils immer eine Leiche, 10 Vorräte und 3 Legierungen. Ihr seht, wir haben relativ viele Legierungen. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, das ist so schnell ausgegeben, das Zeug. So schnell können wir es gar nicht verdienen. Ja, und dann habe ich hier Gefechtsscanner. Wenn ihr XCOM Long War 1 schon mal gesehen habt, da ist genau dasselbe. Die Gefechtsscanner decken einen ganz, ganz großen Bereich auf der Karte auf. Egal, wo man das Ding hinwirft, und man kann das Ding deutlich weiter werfen. Also, wenn man zum Beispiel jetzt, auf so einer Evakuierungsmission ist und muss sich entscheiden, entweder wie wir vorhin, oder wie wir in den letzten Folgen, links rumlaufen oder rechts rumlaufen. Da kann man sich die Entscheidung deutlich einfacher machen, indem man hier einen Gefechtsscanner nennt und den erst einmal auf die linke Seite der Karte wirft. Und der deckt einen sehr großen Bereich auf, und da kann man dann viel besser und viel entspannter entscheiden, oh, laufe ich da lang oder laufe ich da nicht lang? Und wenn man dann schon sehr viele Gegner sieht, dann weiß der sowieso Bescheid. So, dann habe ich nur noch die Krallengeschosse, die man hier zum Beispiel, die man hier bauen kann. Die sind zum Beispiel für Sniper auch wieder absolut perfekt. Leider kann man natürlich nur eine Munitionssorte mitnehmen. Das heißt, die Sniper müssen wir dementsprechend in der Zielsicherheit so hoch machen, dass die Suchgeschosse eigentlich irrelevant wären. Und dann könnte man die Krallengeschosse mitnehmen, weil die zerbersten beim Einschlag in Mikrosplitter aus Alien-Legierung und bieten so eine erhöhte kritische Trefferchance sowie mehr Schaden bei Crits. Die sind für zwei gut, und zwar für den Sniper, ganz klar, und für den Ranger. Nee, entschuldigt bitte, für den Sturmsoldat. Weil der Sturmsoldat mit der Knarre auch ganz vorne im Gefecht ist, beziehungsweise vorne an der Front, ist für den kritische Treffer, das ist wie, ne? Das ist wie die Butter auf dem Brot. Ist klar. So, und dann jetzt hier können wir eigentlich die relativ einfachen Sachen nachbauen, die wir schon entdeckt hatten. Laservisiere, Schäfte, Großmagazine, Automatiklader und Schalldämpfer. Und die ist natürlich, wie soll ich das sagen, die wir immer mal bergen können in den Missionen. Und wir haben die ja vor uns durch die, ich glaube durch die Entdeckung der Soldatenautopsie beziehungsweise die einfachen Laserwaffen, können wir das alles nachbauen. So, hier unten gibt es dann noch, ja, war rote. Der rote heißt immer, können wir nicht bauen. Und das hier ist die mechanisierte Kriegsführung. Das ist unser Mech. Dazu brauchen wir allerdings 3 Ingenieure, deshalb warte ich ja die ganze Zeit, ob wir irgendwo mal noch einen Ingenieur herholen. Ich weiß nicht, ob sie die Mission noch drin gelassen haben. Es gab auf jeden Fall in dem Shens letztes Geschenk, das ist im Prinzip der Vater von unserer Lily Shen, der im XCOM 1 Long War unsere Basis gehütet hat und genau dasselbe gemacht wie ihre Tochter hier. Und zwar hat er verschiedene Dinge in der Gießerei, hier heißt Zestbereich, damals hieß es Gießerei, verschiedene Dinge, ja, produziert, getestet, entdeckt und so weiter, und hat eben den Mech für Lilly noch irgendwo gebaut. In dieser Mission, ich hoffe mal, die geht auf, das wäre richtig geil, in dieser Mission lernt man das nochmal richtig kennen, wie das war, und hat auch eine einzigartige Videosequenz, wo man wirklich nochmal sieht, wo man den alten Vater Shen sieht und der nochmal ein paar Sätze seine Tochter verliert. Finde ich einzigartig, ist eine richtig geile Mission und geht auch übelst lang. Also wenn die wirklich aufploppt, und die machen wir dann auf jeden Fall, also die müsste ich mindestens in 3 oder 4 Teile aufteilen, weil die ist in verschiedenen Ebenen unterteilt. Inklusive, ich möchte nicht zu viel sagen, aber inklusive richtig geilen Endboss. Ganz klar. Richtig, richtig geilen Endboss. So. Wieder genug geschwafelt, ne? Die Red Screen Geschosse hatten wir vor uns entdeckt, braucht man Drohnenwrack dafür. Und die wurden dafür entworfen, zusätzlichen Schaden in der Computerhardware mechanischer Einheiten zu verursachen und sie auch anfällig für unsere Hackangriffe zu machen. Das heißt, auf den Mech geschossen oder auf eine Drohne geschossen, die fallen dann natürlich schneller um, und die können wir besser hacken. Das muss man ganz klar sagen. Zielfernrohre und Stecher, wisst ihr, was da damit gemeint ist. Und ja,
Alles gut soweit. So. Wir haben jetzt hier noch natürlich einen Gremlin frei. Wir könnten jetzt von der Werkstatt aus hier hoch einen Gremlin stecken und könnten natürlich den Gremlin hier reinpacken und könnten damit die Projektdauer um 50% reduzieren. Das heißt, der Schädelstecker, der eigentlich in 10 Tagen natürlich fertig wäre, der wird dann natürlich auch in 5 Tagen fertig. Ich würde aber ganz ehrlich, als allererstes würde ich die Jägeraxt bauen wollen und nicht, weil ich es gleich ausgeben will oder weil ich, ne, habe keine Geduld mehr. Nein, ich möchte es euch einfach mal zeigen. Diese mega geile Animation und ich hoffe mal, die haben sie so drin gelassen hier, wie sie die Äxte auf dem, wie man die Äxte auf dem Rücken packt, weil das sind da so Zwillingsäxte, eine links, eine rechts. Mega Animation und alleine, wenn der das Ding wirft auf der Karte, das ist der Hammer, wenn man das erste Mal sieht. Also ich verspreche nicht zu viel. Es ist richtig, richtig geil. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Okay, und dann bauen wir auf jeden Fall noch die Legierungspanzerung. Den möchte ich auf jeden Fall auch noch entwickeln, weil zusätzlichen ablativen Schutz und dann können wir endlich die Keramikpanzerung irgendwo hinhängen, ist ganz wichtig, ne? So, und wenn wir dann Bock haben, bauen wir noch einen Gefechtsscanner. Kann man ja auch manchmal gebrauchen, ne? So, und ihr seht schon, es wird immer weniger, weil wir immer weniger Vorräte haben, immer weniger Wracks, die wir dafür nehmen können. Und ihr seht, in 5 Tagen ist die Axt fertig, in 15 Tagen die Legierungspanzerung, in 25 den Gefechtskämmer. Aber Achtung, der Gremlin, der jetzt hier oben eingesetzt wird, es geht sofort los. Der Gremlin, der hier eingesetzt wird, der geht nicht nur für die erste, sondern der Gremlin geht natürlich auch für die zweite und für die dritte. Ihr habt es gesehen. Ist jetzt nur noch die Hälfte, das nur noch die Hälfte von 5 Tagen. Und dann hier unten von 3 bis 8, das sind 5 Tage. Das heißt, jeweils 5 Tage ersparen wir uns dadurch bei der Legierungspanzerung und beim Gefechtsscanner. Also ist schon mega, was das ausmacht. Wir warten mal noch diese 6 Tage, bis die Alien-Maschinen hier entfernt werden. Und dann gehen wir von hier auf jeden Fall runter zu, dass man die Energiespule zeitnah auf jeden Fall mitnimmt, ne? Dass man die abschirmen kann. So, aber nichtsdestotrotz, wir haben noch zwei, drei Stunden vielleicht zum Scannen. Und dann dürfen wir in der nächsten Mission wieder rein in die Action. Ihr seht's, Feindbereitschaft wachsam, Operation Eiskalter Heuler, einen Überläufer retten. Das ist wieder ein Wissenschaftler. Wir werden den Spaß auf jeden Fall boosten, damit wir über die 100% kommen und dann werden wir rein. Das ist unser Trupp, 6 Leute und dann werden wir auf jeden Fall reingehen und werden hoffentlich retten. So, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Es war wieder eine totale Erklärfolge. Hat mir wieder mega, mega Spaß gemacht. Ich hoffe mal, ich habe nicht zu viel belabert oder ich habe es wirklich verständlich rübergebracht. Das ist immer sehr viele, wenn neue Dinge kommen, dann sehr, sehr viele neue. Ich habe versucht, Schritt für Schritt das alles ein bisschen abzuarbeiten, soweit wie ich es noch kenne, soweit wie ich es kennenlernen durfte und alles andere, natürlich spreche ich das dann auch an. Wenn ich es nicht kenne, dann werden wir das auf jeden Fall zusammen kennenlernen und da freue ich mich riesig drauf. Wenn euch auch diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen, also lasst auf jeden Fall ein Däumchen da, gerne auch Kommentare, wenn ihr was nicht verstanden habt, schreibt's hin. Ich gehe es in der nächsten Folge gerne nochmal durch oder schreibt dann gegebenenfalls auch wieder in die Kommentare eine Antwort. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, wie gesagt, und mich auf jeden Fall auf meinem Weg hier ein bisschen unterstützen wollt, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Dann danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.